Liebe Pico-Freunde, heute ist mein letzter Tag im Quarantänehotel in Shanghai. Ich war jetzt 14 Tage hier in einem relativ guten Hotel. Es ging, also für ein Quarantänehotel war es eigentlich sehr ordentlich. Essen war ganz gut, es war sehr schön ruhig hier. Es hat gute Luft hier gehabt. Wir sind ungefähr 100 Kilometer außerhalb von Shanghai. Und heute Abend fahre ich nach Shanghai und bleibe dort nochmal für 7 Tage, nämlich hier in Shanghai kann ich nach 2 Wochen Quarantäne in die sogenannte Freiheit. Und wenn ich nach Chashan zurückfliegen würde, dann dürfte ich da nochmal für 7 Tage in Quarantäne. Also habe ich mich entschieden, ich bleibe hier in Shanghai, bleibe übers Wochenende, lasse es mir ganz gut gehen. Und nächste Woche besuche ich ein paar Kunden. Wir haben einige Kunden hier in Shanghai, sodass ich dann Donnerstag nächste Woche wieder nach Chashan oder nach Dongguan, Xinjiang fliegen kann, um dann dort am Ende dieser Woche, am Ende nächster Woche dann auch wieder in die Firma zu gehen. Ich werde dann davon berichten, wie es dort geht. Viele Leute jetzt nach CNY, also nach Chinese New Year, sind wiedergekommen. Wir haben eine relativ hohe Quote von 93% der Mitarbeiter sind wiedergekommen. Das ist für China nach dem Urlaub, das ist für China eine sehr, sehr hohe Zahl. Also heißt, dass die Leute ganz gerne bei uns arbeiten, dass es ihnen gut gefällt. Und ja, wir müssen natürlich noch relativ viele Leute einstellen, weil wir haben ein sehr, sehr hohes Produktionsvolumen und wir haben sehr viel zu tun dieses Jahr. Dank Ihnen, weil Sie so viele Pico-Produkte kaufen und da offensichtlich sehr viel Spaß mit haben. Wir strengen uns auch an. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute wir dann bekommen. Ich werde davon auch berichten. Und ja, dann warte ich jetzt auf das Taxi nachher und werde dann nach Shanghai fahren und ja, von da berichte ich, zeige Ihnen ein paar Bilder von Shanghai. Es sind bestimmt tolle Bilder, Shanghai bei Nacht und so am Bund, das ist wunderbar. Waren wir ja noch nicht zusammen und dachte ich mir, das machen wir dann mal. Okay, also dann bis später und tschüss. Jetzt aus dem Hotel gehen. So, thank you very much, Shishi. Have a good time. It's bad. And now I'm going to Shanghai. Yeah. Jetzt nähern wir uns Pudong. Wir sehen hier schon die ersten Häuser. Und da ist jetzt auch das blaue Gebäude, was wir da sehen. Das ist die sogenannte Flasche. Also wir sind jetzt hier im Hotel angekommen und jetzt geht's. Ja, hier ist das Restaurant. Jetzt fahren wir mal rauf. So, hier werden wir mal einchecken. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich angekommen in der Freiheit. Haben wir schon was zum Essen geholt. Sieht doch ganz gut aus. Und hier ist der Bund. Und das finde ich einen ganz tollen Ausblick. Und morgen schauen wir uns das dann mit Tageslicht an. Wir nehmen jetzt zufällig an einer kleinen Prozession teil. Thank you.
das ist hier so eine Wand mit lauter Buddhas. Da kann man sich dann einen Buddha kaufen. Alles die gleiche. Schon interessant. Unsere Nachbarin in Chashan von der Firma, die hatte auf ihrem obersten Stock auch einen Tempel eingerichtet mit Tausenden von Buddhas, weil neben uns ein Friedhof ist, damit die Geister nicht über die Firma kommen. Und hier gibt es auch sehr viel zu essen. Was ganz interessant ist, wie die sowas formen. Und dann zeige ich Ihnen noch mal was anderes. Ganz toll, wie die das dann so zusammen. Und dann kommt es in den Ofen. Und dann sieht das so aus. Und da steckt man dann in die Mitte, steckt man dann einen Strohhalm und dann kann man die Suppe trinken. Das schmeckt sogar sehr gut. Gehen wir jetzt mal in einen Garten, den sogenannten Yu-Garten, der im 16. Jahrhundert erbaut worden ist. Der Jade-Buddha. Und diesmal ohne viele Menschen hier. Aber der Original Jade-Buddha ist das hier. Der große, wurde mir gerade gesagt, wurde von einem Singapur-Geschäftsmann spendiert. Das sind immer 18 solche Statuen in jedem Tempel. Da waren wir gerade drin. Also jetzt bin ich mal auf einen der Hochhäuser
Allerdings ist das Wetter nicht so ganz so toll. Aber wir sehen immerhin ein bisschen was von Shanghai. Das ist also der Fernsehtower. Im Hintergrund ist der Bund. Muss ich mal kurz hier rüber gehen. Das Wetter ist natürlich nicht besonders toll, aber gut, man kann sich das nicht immer aussuchen. Und neben uns ist das höchste Gebäude. Das geht noch ohne Ende bis in die Wolken. Aber da gehe ich heute nicht rauf, das macht ja keinen Sinn. Aber jetzt kann man auch mal runter gucken. Das ist schon ziemlich hoch hier. Von hier oben sieht dieser Fernsehturm wirklich lustig klein aus. Ne? Das ist das Wahrzeichen von Shanghai. Und von hier oben ist der richtig mickrig. Hier können wir uns nochmal das höchste Gebäude anschauen. Und das verschwindet jetzt oben in den Wolken. Das ist jetzt hier das Innere und da kommen wir jetzt zu dem höchsten Hotel in der Welt. Don't drop your phone. Normalerweise machen die dann hier auch noch unterschiedliche Farben, aber offensichtlich ist das heute ausgeschaltet. Aber das sieht gut aus, ne? Und ich hatte doch was erzählt von dem hohen Gebäude, was als Flaschenöffner bezeichnet wird. Und? Wo kommt er? Hier sehen wir ihn. Jetzt schauen wir mal zum TV Tower. Oh, Foxconn. Foxconn on the Eternal. The first time I see this, Foxconn. Und jetzt sind wir bei der Aussichtsplattform, der sogenannten Glass Gallery, im TV Tower. Und man kann hier nach unten schauen. Das ist für manche Menschen etwas schwierig. Und hier drüben ist wieder der Bund. Ich finde das schon sehr eindrucksvoll. Liebe Pico-Freunde, ich bin jetzt hier in Shanghai und habe Mr. Wong und Mr. Yuan getroffen. Hello, Mr. Wong, Mr. Yuan. Hello. Hello, nice meeting you and thank you for taking me to here. Und wir sind jetzt hier in der University, in der Shanghai University of Science of Engineering. And Mr. Wong und Mr. Yuan haben hier eine Anlage gebaut, überall Pico-Schienen und Pico-A-Track und Pico-Loks und sehr diffiziles elektronisches System. Hier werden nämlich U-Bahnen nachgebildet. Wir schauen es gleich mal an. So, Mr. Yuan, please explain to me what this is, this system here. This is a small system, just like a real metro system. So you can see, that is the real base we have over there. You have the main station there? This is, yes, the base, train base. Okay. Yeah. And there are some stations, subway stations. And we also have tunnels here. Okay. And underground stations. Okay. Okay.
Und hier wurde natürlich auch das Wahrzeichen von Shanghai aufgebaut. The TV Tower. Yes. Very good. Und im Hintergrund ist wieder die Station mit den Signalen. Und die blinken viermal und dann, wenn sie voll leuchten, fährt der Zug weg. Das ist eben zum Demonstrieren auch der ganze System, der ganzen Steuerungssysteme. Aber es ist eine wirklich interessante Anlage und die Steuerung des Zuges ist wirklich interessant. Und hier sind es kleinere Teststrecken, wo hier an der Universität Programmierung gelernt wird. Mit Displays und allem. Wirklich sehr eindrucksvoll. Heute ist der erste Sonnentag jetzt hier in Shanghai. Und da wollte ich ihn doch mal am Morgen kurz die Kulisse vom Bund zeigen. Und jetzt auch noch mal das Wahrzeichen von Shanghai in einem etwas besseren Licht. Ja, das sieht schon besser aus mit Sonne als ohne. So hello, I'm very happy to see you, yeah. Mr. Tang, hello. And this is your shop here? Good. So, wir sehen also, dass es hier auch in Shanghai Modelleisenbahngeschäfte gibt und hier ist auch eine ganze Reihe von Pico zu sehen. Und jetzt schauen wir uns mal um in dem Shop. Und afterwards werden wir ein bisschen was diskutieren. And afterwards we will discuss a little bit. Okay? Und wir haben hier auch natürlich Starter-Sets, eine ganze Reihe von. Wie man sieht, My Train und alles. Also, und hier ein ganzer Haufen von Startsets. Also hier ist doch Pico durchaus vertreten. Es gibt natürlich auch noch andere Ware. And here we also have a shop system of Pico. And more here. Wow, good. Also Modelleisenbahngeschäfte gibt es auch in China. Liebe Pico-Freunde, und jetzt wundern Sie sich mal nicht, was Sie jetzt gleich sehen. In Shanghai eine Modellbahnanlage in riesigem Ausmaß. Ja, sowas gibt es auch in Shanghai. Und da scheinen auch einige Pico-Züge zu fahren. Dann schauen wir mal, ob wir welche finden. Sind natürlich überhaupt nicht authentisch. Hier läuft eine ÖBB-Lok auf einem riesigen Bahnhof. Stehen noch eine ganze Reihe von Maschinen. Riesiges, riesigen Berg hier aufgebaut.
Rillenschlange ist da gerade vorbeigekommen. Ja. Was es nicht alles in Shanghai gibt. Hallo liebe Pico-Freunde. Jetzt bin ich wieder in Shanghai. Gestern Abend zurückgeflogen, war kein Problem. Es war zwar fürchterliches Wetter in Shanghai, man konnte keine 500 Meter weit schauen, weil alles grau war und unheimlich diesig. Ich habe auch keinen Film gemacht, aber jetzt wollte ich Sie kurz nochmal begrüßen von Shanghai. Bin also gut hier angekommen. Nächste Woche werde ich ein bisschen was über die Firma berichten. Ich hoffe, Ihnen hat der Ausflug gefallen und war ganz interessant, die Kunden zu besuchen. Und auch, ich war sehr erstaunt, als ich dieses Layout gefunden habe, hatte es Ihnen ja mal kurz gezeigt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, hoffe, dass Sie Spaß weiterhin mit Pico haben und bis zum nächsten Mal hier aus Shanghai verabschiede ich mich nun. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann tschüss.